Die Quellenkritik ist abgeschlossen. Nun erfolgt die Quelleninterpretation. Bei der inhaltlichen Zusammenfassung beschränkst du dich auf die Kernaussagen der Quelle. Das kann zum Beispiel so aussehen. Im Sommer 1923 breiteten sich in Gloucester aufgrund einer Impfrate von nur ungefähr 10% die Pocken aus. Ähnlich wie in der Sowjetunion entlud sich die Wut der Bevölkerung an jenen Ärzten und Politikern, die gegen die Ausbreitung der Epidemie vorgehen wollten. Im nächsten Schritt geht es um die Kontextualisierung der Quelle. Das heißt, sie wird mit anderen Aspekten in Beziehung gesetzt und verglichen. In Bezug auf die Absicht, die der Autor oder die Autorin mit dem Artikel hatte, lässt sich feststellen, dass es in erster Linie darum ging, auf die Bedeutung der Impfung hinzuweisen und das Verhalten von ImpfgegnerInnen zu kritisieren. Der historische Kontext, in den sich der Artikel einordnen lässt, ist einerseits die Geschichte der Pocken und der Pockenschutzimpfung, andererseits speziell die Situation in Gloucester in den frühen 1920er Jahren. Es kann sinnvoll sein, ergänzende Quellen zu erschließen, etwa durch eine modifizierte Suche nach Gloucester und Pocken. Dadurch lässt sich schnell herausfinden, dass Gloucester in den 1920er Jahren mehrmals von Pockenwellen betroffen war und dass der bekannte Impfgegner Dr. Walter Hedwan die Existenz der Pocken abstritt. Seine Tätigkeit in Gloucester wird in der Literatur als Hauptgrund dafür angeführt, dass die Stadt damals eine Hochburg von ImpfskeptikerInnen und ImpfgegnerInnen war. Zudem kann es hilfreich sein, jene Fragestellungen aufzuschreiben, die sich anhand dieses Artikels beantworten lassen. Welche Auswirkungen können niedrige Impfraten auf die epidemiologische Lage haben? Und wie wird das Verhalten von ImpfgegnerInnen beurteilt? Im nächsten Schritt der Interpretation geht es darum, die Quelle in Bezug zur Forschungsfrage zu setzen. Die Quelle hat insofern einen großen Wert für die Beantwortung der Fragestellung, als sie einen Blick auf die Beurteilung von Protesten gegen gesundheitspolitische Maßnahmen zur Eindämmung der Pockenepidemie ermöglicht. Zwar bezieht sie sich im Kern nicht auf Österreich, aber dennoch lassen sich durch die Tatsache, dass der Text in einer österreichischen Zeitung veröffentlicht wurde, Schlüsse ziehen, etwa inwiefern auf Ereignisse zum Thema in anderen Ländern geblickt wurde. Auch können Vergleiche mit der Situation in anderen Ländern hilfreich sein, um die Umstände in der Region, die im Kern untersucht wird, besser zu verstehen. Die Quelle soll weiterführend in die Literatur und in die bisherigen Forschungsergebnisse eingeordnet werden. Die Erkenntnisse, die du mit der quellenkritischen Analyse des Artikels gewonnen hast, lassen sich wie folgt zusammenfassen. Der Autor oder die Autorin beurteilt die Proteste der Bevölkerung in Zeiten der Pockenepidemie kritisch und mahnt zu mehr Vernunft.